Der Animationschef von Walt Disney und Mitbegründer des Filmstudios Pixar, John Lasseter, will das Unternehmen zum Ende des Jahres wegen Belästigungsvorwürfen verlassen. Das gab Disney bekannt. Lasseter ist Regisseur von Filmen wie Toy Story, Das große Krabbeln und Toy Story 2, mit denen er die Animationsbranche revolutionierte. Die Vorwürfe gegen ihn waren seit November 2017 im Zuge der MeToo-Debatte öffentlich. In Medien hatten sich Angehörige der Animationsbranche und Mitarbeiter von Pixar anonym geäußert und gesagt, der 61-Jährige würde am Arbeitsplatz grapschen, küssen und körperliche Attribute kommentieren.